Hallo, wir sind heute hier beim Versicherungsroundtable der Bitkom in Köln. Gastgeber ist Sopresteria. Vielen herzlichen Dank. Wir haben schon viele Diskussionen in den letzten Jahren in der Versicherungswirtschaft gehabt über Veränderungen, auch Veränderungen im Markt. Jetzt meine Frage an dich, Dominik. Wie sollten Versicherer reagieren darauf? Wir empfehlen den Versicherungen, ihre Legacy-Systeme schnellstmöglich abzuschalten. Und warum? Naja, in der Digitalisierung geht es um Geschwindigkeit, um Flexibilität und Effizienz. Und das kriegt man mit den alten Legacy-Systemen einfach nicht mehr hin. Was würdet ihr Versicherern raten, die sich von ihren Legacy-Systemen trennen wollen? Wir sehen gerade im Markt, dass viele Evaluierungen sich auf alte Bestandsführungssoftware fokussieren, die halt auf unserer Meinung nach veralteten Datenmodellen basieren. Die Modelle, die heute weitestgehend am Markt verfügbar sind, das sind Modelle, die die Zukunft nicht bedienen. Das sind Modelle, die auf alte Prozesse ausgerichtet sind, die darauf ausgerichtet sind, das alte Geschäft ein bisschen schneller zu machen. Ja. Aber sie sind nicht darauf ausgerichtet, den neuen Bedarf im Markt wirklich bedienen zu können. Hast du ein konkretes Beispiel dafür? Naja, wenn man sich mal den Markt anguckt, wenn man sich die letzten beiden BaFin-Zertifizierungen ansieht in der Insurtech-Szene, Nier Digital zu nennen, Milo zu nennen, bei denen ist gerade die Dunkelverarbeitung mit neuester Technologie definitiv am höchsten. Und was ist jetzt der Vorteil von so einer hohen Dunkelverarbeitung? Naja, das ist der höchste Grad der Automatisierung in den Prozessen und das bedeutet eben Zeit und Effizienz. Wir bei der Sopresteria haben so etwas in der Garage stehen. Es ist eine Plattform, die nennt sich Engine, ein End-to-End-System auf moderner Technologie, bildet die gesamte Wertschöpfungskette eines Versicherers ab und ist sowohl in der Cloud als auch on-premise verfügbar bzw. einsetzbar und wir glauben, damit genau den Bedarf des Marktes bedienen zu können. Und was kann das besser als eben sozusagen die Altsysteme? Naja, die Altsysteme, wie ich gerade sagte, die basieren auf alten Datenmodellen. Die Altsysteme sind nicht dafür ausgerichtet, neue Modelle zu gestalten, neue Produkte schnell an den Markt zu bringen. Darum geht es ja gerade, schnell in den Markt zu kommen, schnell neue Produkte zu testen, auszuprobieren und da dann eben zu sehen, ja, hat das Produkt eine Marktreife oder eben nicht. Und dafür braucht man entsprechende Systeme und unser System ist dementsprechend erprobt im Markt. Das hört sich alles ganz gut an, aber wie lange dauert sowas denn zu implementieren? Naja, da haben wir auch lange dran geübt, denn wir haben schnell festgestellt, die Migration letztendlich von Altbeständen, das ist dann das A und O, was am meisten Zeit kostet. Und da haben wir ein Verfahren entwickelt, das nennt sich Automated Migration, mit neuester Technologie, mit RPA, mit AI hinterlegt und da sind wir mittlerweile in der Lage, in schnellster Zeit auch große Datenbestände zu migrieren. Aber es macht keinen Sinn, jetzt alle Altbestände auf eine Insurance Factory wie Engine zu heben, zu portieren. Ja. Insbesondere dann nicht, wenn sie nicht mehr aktiv sind, wenn sie strategisch keine Relevanz mehr haben. Und was soll man damit machen? Da wird euch Alexander Martin-Lewis gleich was zu sagen, wie wir Engine mit neuen Geschäftsmodellen in Verbindung bringen. Wir haben gehört, Altbestände, Riesenthema. Wie helft ihr damit? Also in der Tat, Robin. Wir haben in unseren Projekten festgestellt, dass bei Migration es Altbestände gibt, wo es nicht ökonomisch sinnvoll ist, die zu übertragen. Da haben wir gemeinsam mit der Swiss Re eine Lösung entwickelt, die uns befähigt, Altbestände, die aus dem strategischen Fokus gefallen sind, wirtschaftlich, technisch und auch administrativ zu übernehmen. Und warum könnt ihr das besser und vor allem günstiger als diejenigen zu migrieren? Also wir haben erstmal eine moderne Plattform, Engine, die uns ermöglicht, Prozesse zu digitalisieren. Wir haben natürlich nicht das organisatorische Setup wie ein vollwertiger Versicherer, weil die Portfolios, die wir übernehmen, nicht zum Ziel haben, sie weiter auszubauen, sondern einfach zu administrieren. Und hat das irgendwelche Nachteile für den Kunden? Das ist eine der wichtigsten Fragen, Robin. Ja. Natürlich nicht. Diese Lösung ist so flexibel, dass wir uns nahtlos in die Kundenschnittstelle einbringen. Der Kunde behält sein Produkt und was noch viel interessanter ist für Versicherungsunternehmen, die behalten ihren direkten Zugang zu dem Kunden, können also nach wie vor ihren Kundenverbindung weiter ausbauen. Der Bitkom in Köln. Gastgebens. Naja, ich denke mal, es geht jetzt gerade in der Digitalisierung darum, schneller zu werden, höhere Flexibilität zu erlangen und den Faden nicht zu verlieren.